Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich hatte es schon angekündigt, heute sprechen wir über das Thema Videoüberwachung. Vor gerade mal 2 Wochen äußerte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière gegenüber den Medien erstmals zu seinen Plänen, diese in Deutschland massiv auszuweiten. Geht es nach ihm, so sollen öffentlich zugängliche Orte wie Einkaufszentren, Sportstätten, Parkplätze oder auch Busse und Bahnen künftig leichter durch Kameras beobachtet werden können. Außerdem möchte der Innenminister auch den Einsatz der automatischen Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen mit einem Pilotprojekt vorantreiben. All das soll, wie könnte es anders sein, man kann es sich ja fast schon denken, der Sicherheit und dem Schutz der Bevölkerung vor Terroranschlägen und anderen Gewalttaten dienen. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ende vergangener Woche verschickte das Innenministerium einen Gesetzesentwurf an Verbände und Interessengruppen, verbunden mit der Aufforderung, innerhalb einer Woche Stellung zu nehmen. Noch im November will die Bundesregierung das Gesetz auf den Weg bringen. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft wird uns erklären, warum die digitale Gesellschaft die Kraft dieses Gesetzes anzweifelt, warum die digitale Gesellschaft sagt, das wird so einfach nicht funktionieren. Zunächst sage ich aber nochmal herzlich willkommen zu Flux FM. Was hat Maizière genau vor? Was steht in diesem Gesetzesentwurf drin, den ihr auch schon untersuchen durftet? Ja, es geht um eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Das Bundesdatenschutzgesetz regelt, wann es zulässig ist, in privaten Einrichtungen Videoüberwachungstechnik einzusetzen. Und bisher ist es eben so, dass es dann möglich ist, wenn die Betroffenen damit berechtigte Interessen wahrnehmen wollen. Und dagegen muss immer abgewogen werden, wie sieht es denn aus mit denjenigen, die gefilmt werden? Haben die irgendwelche schutzwürdigen Belange, die vielleicht entgegenstehen könnten? Das kann sowas sein, wie lange dauert diese Überwachung eigentlich? Wie genau sind die Leute darauf zu erkennen und so weiter? Mhm. Also ist das irgendwie verbunden mit Eingriffen in Persönlichkeitsrechte? Und bisher ist es halt so, dass für den Vollzug des Bundesdatenschutzgesetzes sind die Landesdatenschutzbehörden zuständig und die waren ziemlich restriktiv immer in der Beurteilung. Die haben also in der Tendenz immer eher für die Gefilmten entschieden und gesagt, naja, im Zweifel lieber gegen die Videoüberwachung. Mhm. So, und de Maizière möchte jetzt eine Regelung in das Gesetz einführen, die sagt, dass der Schutz von Leib, Leben und Freiheit der Bevölkerung in dieser Abwägung besonders zu berücksichtigen ist. Mhm. Und was damit im Ergebnis eigentlich passieren soll, ist, die Vollzugspraxis der Landesdatenschutzbehörden soll genau ins Gegenteil verkehrt werden. Also die Wippe soll sozusagen default, regelmäßig darauf stehen, ja zur Videoüberwachung. Und also kurz gesagt, de Maizière möchte mit dieser Gesetzesänderung quasi rechtliche Hürden für den Einsatz von Videotechnik in so öffentlich zugänglichen Bereichen, die aber privat betrieben werden, also Einkaufszentren, Sportstätten, Parkplätze und so weiter, erleichtern. Mhm. Und das möchte er eben tun durch ein Gesetz, das dann eben bundesweit gilt und das über die Landesgesetze quasi über diese positioniert wird und die das quasi als Entscheidungsgrundlage funktioniert. Genau, das ist die Entscheidungsgrundlage für die Landesdaten. Das ist ein Bundesgesetz, aber es wird halt ausgeführt von den Landesbehörden. Okay. Das ist für die Entscheidungsgrundlage und auf die Art und Weise möchte sozusagen flächendeckend den Einsatz von Videotechnik erleichtern. Du hast jetzt gerade schon gesagt, oder ich habe es in der Anmoderation auch schon angedeutet, begründet wird das Ganze natürlich mit dem Schutz der Bevölkerung und auch mit dem etwaigen Schutz vor Terroranschlägen oder Gewalttaten. Lustigerweise wird im Text, der das Ganze begründet, auch die Amoklaufgeschichte aus München als Terroranschlag bezeichnet, wo man so merkt, versucht man unter Umständen auch durch Formulierungen die Leute auf seine Seite zu bekommen. Die Frage, die einem aber natürlich sofort auf der Zunge liegt, ist die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Man weiß von Städten wie Paris zum Beispiel, dass die mit Videoüberwachung ganz gut ausgestattet sind. Das hat die Anschläge dort aber eben nicht verhindern können. Auch in London sind schon schreckliche Dinge passiert, obwohl dort an jeder Ecke im Prinzip so eine CCTV-Kamera hängt. Genau, so ist es nicht. London gehört eigentlich, ist die am meisten videoüberwachte Stadt in Europa. Über 80.000 Kameras gibt es da im Innenstadtbereich. Und der durchschnittliche Londoner wird über 11.000 Mal am Tag gefilmt von solchen Kameras. Ne? Gleichwohl hat es eben dort, wie auch eben zum Beispiel in Paris, wo es auch sehr viel Überwachungstechnik in der Stadt gibt, ist es dort auch zu Terroranschlägen gekommen. Und generell ist es tatsächlich so, bisher gibt es eigentlich keinen wirklichen Beleg für die Effektivität von
Videoüberwachung bei der Verhinderung von Straftaten. Das hat damit zu tun, dass es ja im Grunde unterschiedliche Varianten dieser Videoüberwachung gibt. Es gibt einmal eine Variante, die nennt sich Monitoring. Dabei wird nichts aufgezeichnet, sondern einfach nur gefilmt. Und das nützt natürlich nur dann, wenn tatsächlich eine Person hinter dem Monitor sitzt, die im Zweifelsfall eingreifen kann oder Hilfe holen kann. Ja. Ja, das ist aber häufig nicht der Fall. Häufig sind sogenannte Blackbox-Systeme. Das heißt, es ist einfach eine Kamera da, die zeichnet eben auf. Ja. Und das verhindert überhaupt gar nichts, sondern es hilft vielleicht im Nachhinein bei der Aufklärung einer Straftat. Tatsächlich muss man sagen, es gibt eigentlich keine wirklichen statistischen Belege dafür, dass Videoüberwachung in irgendeiner Weise effektiv ist. Es gibt sogar genügend Fälle, wo nach dem Einsatz von Videoüberwachungstechnik die Kriminalitätsrate nach oben gegangen ist. Beispielsweise gibt es auf der Reeperbahn videoüberwachte Bereiche. Da ist in den 3 Jahren nachdem man begonnen hat, dort Videoüberwachung zu machen, die Kriminalitätsrate um 75% gestiegen. Ja, also insofern, es gibt keine klaren Belege. Es gibt sogar eher Andeutungen, die so in den Bereich des Gegenteils gehen. Das Einzige, wo man mal festgestellt hat, dass es irgendwie sinnvoll was bringt, ist bei der Überwachung von Parkhäusern. Es werden weniger Autos aufgebrochen. Nur genau darum geht es ja jetzt bei dem Gesetz nicht. Es geht hier um Gewaltdelikte. Ja? Und es geht eben gerade nicht um Eigentumsdelikte. Ja, und vor allen Dingen haben Autos und Kfz-Kraftfahrzeuge in Deutschland noch keine eigenen Rechte. Auch wenn es wahrscheinlich irgendwann auch dazu kommen wird. Welche Kritik gibt es denn gegenüber der Videoüberwachung? Es ist ja nicht nur so, dass es nicht funktioniert, sondern es schränkt ja auch die Freiheit des Einzelnen ein auf eine Art und Weise, die durchaus kritikwürdig ist. Ja, ganz genau. Im Amerikanischen gibt es so diesen Ausdruck Chilling-Effekt, also so eine Art vorauseilender Gehorsam, so ein Konformitätsdruck, unter den der Einzelne kommt, wenn er weiß, dass er unter Beobachtung steht. Ja. Und tatsächlich gibt es zahlreiche psychologische Studien, die eben belegen, dass wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden, dass sie sich besonders vorsichtig verhalten, dass sie eben bloß nicht unangenehm auffallen wollen, dass sie eben nicht rausgefischt werden wollen und mit irgendwelchen negativen Konsequenzen zu rechnen. Ein bisschen Big Brother-mäßig auch, ne? Wenn Das ist eben genau, sagen wir mal, der zentrale Vorwurf. Ja. Dieses Gesetz zielt ja darauf, dass man möglichst flächendeckend Videoüberwachung einsetzt. Ja. Und das heißt, dadurch besteht die Gefahr, dass sich einfach ein gesellschaftliches Klima verändert. Dass wir ein Klima haben, in dem man in der Öffentlichkeit sich eben nicht mehr unbefangen bewegen kann und in dem man sich im Zweifel entscheidet, von einer auch grundrechtlich garantierten Freiheit lieber keinen Gebrauch zu machen, als davon Gebrauch zu machen. Ja. Und das geht eigentlich gegen den Identifikationskern einer freiheitlichen Gesellschaft. Ja, und vor allen Dingen ist ja dann auch interessant, wie definiert man unter Umständen ein Verhalten, das verdächtig sein könnte? Da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, wenn die Stadt Berlin zum Beispiel großflächig überwacht würde, könnte es irgendwann schon dazu führen, dass man mit der Polizei in Kontakt kommt, weil man sich mal 10 Minuten auf den Bordstein setzt, weil das unter Umständen schon als verdächtiges Verhalten gewertet wird. Genau, das hängt dann eben auch davon ab, wie sozusagen das Backend dieser Überwachung genau gestaltet wird. Also beispielsweise hat man dann auch noch eine Gesichtserkennung hinten dran, eine algorithmische Auswertung, also wo ein Computerprogramm bewertet, ob jetzt das Verhalten von Menschen verdächtig oder gefährlich ist oder nicht. Ja, oder ob da eben tatsächlich eine Person sitzt, die vielleicht auch mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet noch unterscheiden kann, was ist dann das jetzt gerade für ein Verhalten. Aber selbst die, wenn die bestimmte Vorgaben hat, dass beispielsweise 10 Minuten irgendwo an der Ecke rumzustehen oder überhaupt sich irgendwo auf den Boden zu setzen, schon als gefährliches Verhalten oder verdächtiges Verhalten gilt und die dann eben sagen, okay, wenn ich sowas sehe, jetzt löse ich die Folgemaßnahmen aus, dann hat man eben genau ein ähnliches Problem. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine musikalische Pause und hören ein bisschen Roosevelt an. Wir reden dann nochmal über die Gesichtserkennung, die ja eben auch von de Maizière schon angefordert oder angeteased worden ist. Und wir sprechen aber auch über Gegenstimmen, über Möglichkeiten, sich vielleicht dem Ganzen zu entziehen, beziehungsweise gegen diesen Gesetzentwurf zu positionieren. Und glücklicherweise ist es ja bis jetzt zumindest nur ein Entwurf für ein neues Gesetz. Musik zwischendurch nochmal von Roosevelt. Wir hören sein Stückchen Heart. Bei mir im Studio ist immer noch Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Wir sprachen über Pläne des Innenministeriums für eine erweiterte Videoüberwachung in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Gesetzesentwurf ist auf den Weg gebracht. Der wird jetzt gerade besprochen, auch von uns und auch in anderen Expertenkreisen. Wir haben ein bisschen schon darüber geredet, dass eine Videoüberwachung Terroranschläge in den allermeisten Fällen eben dann doch nicht verhindert. In 99,9% der Fälle hilft die Videoüberwachung eben nicht. Wir haben eben gerade, als der Song lief, auch nochmal gesagt, es geht hier um Leute, die bereit sind, sich in die Luft zu sprengen. Die wird die Tatsache, dass sie dabei gefilmt werden, nicht davon abschrecken, diese Tat umzusetzen. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, als der Song lief, dass wir
schon relativ häufig sprechen in den letzten Monaten über Überwachungsmaßnahmen. Wir haben über die Fluggastdatenspeicherung schon gesprochen und über verschiedenste andere Maßnahmen. Jetzt fragt man sich, auch mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das Ganze ja nicht allzu viel bringt, fragt man sich, ist das Überwachungsmaß nicht langsam voll? Muss nicht auch irgendwann bei Thomas de Maizière die Nachricht angekommen sein, dass ein Mehr an Überwachung eben nicht automatisch ein Mehr an Sicherheit bedeutet? Ja, genau. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage auch schon mal befasst. 2010 im Urteil über das damalige Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung hat das Bundesverfassungsgericht eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung aufgestellt. Der Begriff selber kommt zwar in dem Urteil nicht vor, aber inhaltlich sagt das Bundesverfassungsgericht halt, wenn man sich fragt, wie einschneidend eigentlich eine Überwachungsmaßnahme ist, dann darf man eben nicht nur diese einzelne Überwachungsmaßnahme und ihre Auswirkungen betrachten, sondern muss sich immer fragen, wie wirkt diese Maßnahme eigentlich im Verbund mit anderen Überwachungsmaßnahmen, die es bereits gibt? Und Sie sagen eben, die Grenze der Zulässigkeit ist jedenfalls dann überschritten, wenn, und in der Diktion des Gerichts, ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins besteht, was eben dann zur Folge hat, dass der Einzelne sich sagt, in der Öffentlichkeit verhalte ich mich mal lieber ganz brav, mach von meinen Freiheiten nicht Gebrauch, ja, und Köpfchen senken, nach Hause gehen. Und da ist eben dann tatsächlich das Maß voll. Ja, und das ist die große Gefahr, weil unter Umständen so nach einer gewissen Zeit eine ganze Gesellschaft in so ein Duckmäusertum hineingetrieben wird. Oder ja, exakt. Und wenn man sich mal anschaut, wo wir eigentlich schon angelangt sind, dann finde ich, kann es einem schon mal kalt den Rücken runterlaufen. Ja. Wir haben eben die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikations- und Standortdaten aus den Handys und aus der elektronischen Kommunikation. Wir haben die Fluggastdatenspeicherung. Dann haben wir solche Maßnahmen wie zum Beispiel die Funkzellenabfrage. Wir haben den Staatstrojaner, den das BKA einsetzen kann, die Quellen-TKÜ, ja, und eben wenn jetzt demnächst dann die Maut von Dobrindt dann jetzt doch tatsächlich durchkommt, das passieren ja eine Menge Sachen momentan, mit denen man nicht so gerechnet hat, aber wenn die eben jetzt tatsächlich durchkommt, dann haben wir auch noch eine 13-monatige Vorratsdatenspeicherung von Autokennzeichen. Ja. Und dann muss man sich doch wirklich fragen, wann ist das Maß voll? Es gibt kaum noch Räume in der Öffentlichkeit, in der sich der Einzelne unbeobachtet und unbefangen bewegen kann. Ja. Und da meine ich, bleibt tatsächlich auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht irgendwann das Bundesverfassungsgericht mal sagt, so Schluss, wir ziehen jetzt hier eine Grenze, weitere Überwachungsmaßnahmen darf es jetzt einfach nicht mehr geben. Ja, also wenn ich mich jetzt an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erinnere und mir deinen Monolog auch nochmal vor Augen führe, dann entsteht bei mir auf jeden Fall so ein diffuses Bedrohungsgefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde es auch gruselig. Es ist wirklich gruselig. Jetzt hast du gesagt, das Bundesverfassungsgericht, das ist natürlich immer wieder eine Adresse, auf die man hoffen kann, weil die eben die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zur Grundlage nimmt und sagt, tut mir leid, die freiheitliche Grundordnung ist mit diesen Überwachungsmaßnahmen nicht zu vereinbaren. Gibt es denn sonst auch vielleicht Gegenargumente, Gegenströmungen innerhalb der Bundesregierung oder von Seiten der Opposition? Nee, die Opposition hat sich relativ deutlich dagegen positioniert, also insbesondere die Grünen und die Linke. Innerhalb der Großen Koalition ist es so ein bisschen durchwachsen. Also aus der SPD kamen initial so ein, zwei kritische Stimmen, aber dann eben vor allen Dingen die Innenexperten der SPD haben auch gesagt, na ja, also sie fänden das schon okay, dann für mehr Sicherheit auch so ein bisschen mehr Überwachung zu haben. Und selbst eben bei der Gesichtserkennung, die jetzt in dem aktuellen Gesetzentwurf noch nicht mit drin ist, selbst da haben die also schon signalisiert, also dass das mit ihnen durchaus zu machen sei. Oh, verrückt. Gesichtserkennung, da gibt es ja so lustige Freaks weltweit mittlerweile, die sich irgendwelche besonderen Brillenformen ausdenken oder Schals, die so doll reflektieren, dass man eben nicht mehr erkannt werden kann. Wobei man dann aber auch denkt, wenn das so weitergeht mit auch diesem diffusen Bedrohungsgefühl, dann würde man sich ja nicht mal trauen, so einen Schal zu tragen, weil man sich dann eben damit wahrscheinlich sofort verdächtig machen würde. Wahrscheinlich, ja. Also die Gesichtserkennung, wie gesagt, ist jetzt momentan ja in dem Gesetz noch nicht drin, aber also de Maizière hat schon relativ deutlich gesagt, dass er auch gerne dahin möchte, an Bahnhöfen und an Flugplätzen. Und man steht offenbar auch schon mit der Deutschen Bahn in Gespräche über ein Pilotprojekt. Und dafür soll Gerüchten zufolge hier der Bahnhof Südkreuz ausgewählt worden sein. Da möchte man also diese Technologie testen. Das Ganze soll dann so funktionieren, dass eine Kamera eben die Menschen dort auf dem Bahnhof aufnimmt, deren Gesichter filmt und dann die Gesichter automatisiert mit einer Datenbank von Gefährdern abgleicht. Und was dann passieren soll, ist, dass das System sozusagen
sozusagen automatisch Alarm schlägt, wenn ein solcher Gefährder sich da auf dem Bahnhof aufhält. Und die Gefahr, die dann natürlich immer besteht, gerade bei diesen Systemen zur Gesichtserkennung, so perfekt sind die nämlich noch nicht, sogenannte False Positives. Also es kann eben sein, dass jemand als Gefährder identifiziert wird, der eben tatsächlich kein Gefährder ist, aber dann diese ganze Kaskade von Folgemaßnahmen in Gang gesetzt wird, der erstmal jede Menge Ärger am Hals hat. Und wer sowas dann einmal erlebt hat, dass vielleicht irgendwie plötzlich von den Seiten irgendwelche Leute auf ihn zustürmen und ihn zu Boden werfen oder so und er weiß gar nicht, worum es da gerade geht. Ich glaube, wer sowas mal erlebt hat, der wird also mit Sicherheit seine Unbefangenheit beim Betreten eines Bahnhofs oder eines Flughafens in Zukunft dann gänzlich verloren haben. Wenn man jetzt sagt, ich bin vollkommen gegen diese Pläne von Thomas de Maizière, ich bin aber kein Teil des Bundestags oder auch nicht im Bundesrat tätig, ich kann mich da jetzt nicht direkt an den Thomas wenden, sondern ich muss irgendwie anders meine Stimme hörbar machen. Was würdest du vorschlagen? Kann man das, gibt es bei euch mal wieder so eine Art Plattform, via der man sich an dieser ganzen Diskussion beteiligen kann? Also momentan sind wir im Stadium eines Referentenentwurfs. Ja, das Ganze ist also noch nicht mal in den Bundestag eingebracht. Das ist sozusagen die Vorphase der Gesetzentstehung. Und wir sind jetzt auch in dieser Verbändeanhörung dabei und werden uns halt auch entsprechend kritisch äußern. Man wird dann in dem Gesetzentwurf, der dann tatsächlich eingebracht wird, halt sehen, inwieweit diese Kritik irgendwas genützt hat. Und dann ist es gegebenenfalls an der Zeit, eben nochmal seine Stimme zu erheben. Das heißt, man sollte ruhig mal schauen, gibt es Demonstrationen dagegen und dann gerne auch mal dahin gehen, um eben öffentlich zu zeigen, wir sind dagegen, wir wollen das nicht, ja, diese Art der Ausweitung von Videoüberwachung. Und auch natürlich gerne mal bei uns auf der Seite schauen, was wir so dazu schreiben. Und es kann auch durchaus sein, dass wir wieder eine Brief- oder Telefonaktion zum Beispiel machen oder uns irgendwas anderes ausdenken, um das ist natürlich Prozess dann erst Gehör zu verschaffen. Sinnvoll, wenn es aktuell ist, das Thema. Sehr gut. Dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin für dieses Update zum Thema Videoüberwachung. Thomas de Maizière, der Innenminister, hat da große Pläne und einen Gesetzesentwurf vorgelegt, über den diskutiert wird. Zum Glück für uns alle eben auch mit den Mitgliedern der digitalen Gesellschaft, die freiheitlichen Rechte der Bürger und Bürgerinnen immer noch im Kopf haben und nicht nur die Themen Sicherheit und Sicherheit. Volker Tripp, vielen Dank für deinen Besuch und schönen Tag noch. Danke, gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.